Mana! Lieben Phantasmagoria-Fans, willkommen hier im zweiten Kapitel. Ich muss mal ganz kurz schauen, was die Optionen angeht, denn ich habe das Spiel ja nochmal neu installieren müssen, wie ihr vielleicht letztes Mal mitgekriegt habt, und ich weiß nicht, ob ich den so lassen kann. Wir lassen den mal. Wenn der von der Lautstärke zu laut sein soll, hoffe ich, dass ich trotzdem drüber quatsch, oder gebe ich einen weniger. Warte mal, einen machen wir mal runter. Das müsste okay sein soweit. Ich glaube doch noch einen weiter. Okay, dann. So müsste es an für sich okay sein. So, pass mal auf, spielen. Okay, gut. Liebe Leute, ja, wir haben das Kapitel 2 jetzt angefangen. Ihr habt gehört, gesehen, ne? Dawn ist doch ziemlich aggressiv geworden, beziehungsweise es ist nicht mehr so der nette Dawn, der er mal gewesen war. Hat sich irgendwie verändert und wir gucken mal, was da so, ne? Warum und wieso und weswegen? Wir gehen mal hier, Adrian, pass mal auf. Wir sollen jetzt also Dry Cleaner kaufen. Heißt das Dry Cleaner? Ich weiß nicht. Also Abflussreiniger. Mal hier, da haben wir alles irgendwie. Dann gehen wir jetzt erstmal weiter. Es ist ja so, das hatte ich ja schon erwähnt, in dem Laufe des Spiels muss man sich alle Räume immer wieder anschauen, denn es gibt immer wieder Veränderungen. Und als erstes will ich mir ganz kurz das Bild angucken, ob sich da irgendwas verändert hat. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob der Fleck letztes Mal auch schon da war. Ich kann es nicht genau sagen. Ist aber auch egal. Ne? Sie schaut sich das auf jeden Fall... Ich habe es hier nicht auf die Brüste gegrapscht. Das war ein Versehen. So, pass mal auf. Dann gehen wir jetzt mal hier wieder raus. Gehen dann mal hier raus. Ich glaube, in dem Babyzimmer, da wird sich erstmal nicht so viel ändern. Was war das noch? Das war, glaube ich, noch... ja, das Problem ist, sich dann immer wieder im Haus zurechtzufinden, weil das halt riesengroß ist. Wir haben Streich mit dem Geld, bla bla bla. Genau, wir haben... Okay, sie geht jetzt automatisch wieder runter. Da kommt sie. Mal ganz kurz gucken. Ist das die Dunkelkammer? Dawn, bist du da drin? Ja. Was machst du denn da drin? Nichts. Geh weg. Warte. Ich verstehe nicht. Habe ich was falsch gemacht? Nicht mehr als sonst, Adrian. Sei ein braves Mädchen und tu, was ich dir sage. Oh, was? Oh, was? Ja, meine Leute, die Veränderung, die da mit Dawn... das ist schon... Das ist schrecklich. Das wird noch schlimmer. Freunde, vertraut mir. Es wird noch viel, viel schlimmer. Wir gehen jetzt mal... Was war da nochmal? Ganz kurz mal gucken. Aber ich hab's... Ach, das war da... Ach, scheiße. Pardon. Ich hab's vergessen. Wir müssen... Gut. Ich glaube, da müssen wir irgendwie den Schlüssel klar machen. Aber aktuell wüsste ich noch nicht, wie wir das hinkriegen. So, pass mal auf. Dann gehst mal wieder runter. So. Okay, da ruckelt er mal ein bisschen. Aber gar kein Problem. Kriegen wir hin. So, dann hier lang, ne? Aha. So, und... Okay, die Schlafzimmer gucken wir uns jetzt erstmal nicht an. Wir müssen ja erstmal Abflussreiniger holen, hat der gute Dawn gesagt. Bis der noch so gut ist, weiß ich nicht. Es ist aber... Was ist das für Musik? Woher kommt sie? Von mir. Adrian. Wir gehen mal zu dem Klavier. Mal gucken, ob das vielleicht von Wundern vielleicht alleine spielt, aber... komme ich gar nicht mehr dran. Aber wo kommt die Musik her? In der Tat. Da irgendwo. Können wir den Schlüssel hier damit verwenden? Passt das? Das geht.
passt nicht. Okay, also der... Aber jetzt ohne Scheiß, wo kommt die Musik her? Wir gehen da mal rein. Da haben wir ja das Böse entfachten und... Okay, die Zeitung haben wir... Ich weiß nicht, ob ich die jetzt im... Ich meine, ich hätte die schon gelesen. Hm. Wir haben die auf jeden Fall schon gelesen. Insofern skippe ich dem oder hat sich die auch verändert? Ich weiß, ob die Zeitung sich verändert, weiß ich gar nicht, liebe Leute. Müssen wir gucken. Aha. Unser Reporter hat sich letztens. Ja, okay, das haben wir aber schon gesehen. Okay. Und da noch irgendwas? Da ist eine Tür. War da vorher schon eine Tür, liebe Leute? Okay, Moment. Geht's da wieder raus oder? Wir gehen jetzt mal hier in diese komische Kapelle, weil da. Ist das Böse ja rausgeflogen? Ihr habt das ja gesehen, dieser grüne Geist, ne? Aber hier ist doch keine Musik. Okay, geh mal hier hin, Adrian, Baby. Hier ist... Ja, hier hat alles angefangen, das ganze Böse, ne? Ja, sie schaut ganz skeptisch. Das war das Kästchen, wo es alles drin war. Das grüne Monster raus, oh. Ist das nicht auch die Form von unserem Cursor, liebe Leute? War das nicht die unsere Cursor-Form? Ich meine, ist das ein altes Buch? Ja, ja, bestimmt. All diese seltsamen Symbole. Sieht aus wie Latein. Gott, es ist so lange her, dass ich Latein hatte. Gott, bei mir ist es genauso lange her. Mindestens, Baby, wenn nicht länger. Sag das mal ein, Schwester. Nee, 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 nee. Nimm das mal schön mit. Das ist, da kam das Böse raus. Okay, können wir hin, diese angebliche Kano... Sie sagt ja, das wäre eine Kano-Biografie oder was weiß ich, irgendwie ein Stammbaum, ne? Mal gucken, ob wir da noch irgendwas ausfindig machen können. Das täte mich ja doch schon mal interessieren, ne? Weil die hat wow, alles look at this. Look at this, oh, das ist Englisch. This must be Kano's family tree. Ah, oh, Kano's family tree, okay. Oh. Okay, ich kann nichts machen. Warum war das denn irgendwas? Das letzte Mal war das so in Deutsch, oder? Leute, war das letzte Mal nicht in Deutsch? Egal. Wir verstehen so viel Englisch, ne? Ich bin besonders mit dem amerikanischen Akzent, wenn ich Angst habe, ne? Dass wir das mit Sicherheit hinkriegen. So, pass mal auf, ist das hier so ein schönes, was ist das, ein Zepter oder so? Das würde ich mir ganz gerne mal angucken, Adrian. Adrian. Komme ich nicht dran. Komme ich nicht dran. Na gut, dann gehen wir wieder zurück, Freunde. Das ist alles ganz schrecklich. Ich würde auch lieber singen, aber wir sind schon wieder raus. Brauche ich auch nicht mehr singen. Wobei, Oh, da komme ich auch dran. An die Bücher. Aha. Und ist was dabei, Baby? Weissagungen des Bösen? Der Teufel hat es mir befohlen? Der Typ ist ganz schön krank. Mit Sicherheit. Anbetung von Tieren? Geheimnisse der Toten? Das ist ja schrecklich, Leute. Das ist ja fürchterlich. Okay, da gehen wir jetzt mal ganz schnell raus. Da will ich nicht sein. Das ist... Sonst müsste ich singen und keine... Oh nein, ich habe mich verklickert. Hallo, ich habe mich verklickert. Entschuldigen Sie bitte. Ich wollte vielmals, obwohl ich in die Richtung wollte ich gar nicht. Ich wollte hier wieder raus. Ich wollte raus. Das ist diese Gruselkammer des Schreckens. Das ist einfach fürchterlich. So, was wir natürlich bei jedem... pardon. Bei jedem neuen Kapitel unbedingt machen müssen, ist die Wahrsagertante. Ne, die müssen wir fragen. Denn ihr werdet sehen, das wird mit jedem Mal wird das schlimmer. Das ist, wir gucken mal, was sie uns diesmal zu verkünden hat. Ne? Ich glaube, ab jedem Kapitel kann man das einmal machen. Ne? Adrian?
Oh, noch eine Münze. Okay, was ist die Botschaft? Fremde sind unter uns. Wie ich schon sagte, wenn solche Sequenzen gelesen werden, das ist sehr, sehr leise. Ich habe auch jetzt noch ein bisschen recherchiert, nachdem ich jetzt die erste Folge hochgeladen habe. Ich mache mal so ein paar extra Infos mit in die Videobeschreibung rein. Und da war auch nochmal erwähnt worden, dass die englische Sprachausgabe qualitativ doch wirklich besser ist als das Deutsche, was sie uns hier präsentieren. Das ist ja mehr oder weniger auch ein bisschen amerikanisches Deutsch, ne? Wobei es nicht so schlimm ist, aber die Soundfiles sind ein bisschen nicht ganz so rein und sanft, wie die in dem englischen Original sind. Aber das ist egal. Wir wissen jetzt, Fremde sind unter uns, das ist nicht gut. Ich glaube aber, ich habe mich gerade erinnert, wo die Musik herkommt. Ich glaube, das könnte das Grammophon sein, weil diese Musik geht mir auf den Senkel, weil irgendwas knackt und knackst da. Und ich meine, das wäre das Grammophon gewesen. Aber dieser Wandteppich ist so wunderschön, Freunde, müsst ihr das sagen. Ne? Das ist doch schon echtes Hicklit. Das ist ein... So, Baby, pass mal auf, gehst du mal da durch. So, wumdi-wumdi. Ich meine, hier war doch das Grammophon drin, oder? Selbst nach 100 Jahren weiß ich das nicht mehr. 100 Jahre, so seit ich das gespielt habe. Und das Knacken ist natürlich das echte, ne? Schallplatte, ne? Viele von euch werden ja Schallplatten gar nicht mehr kennen. Ne, das ist eine runde Lakritzscheibe und da war Musik drauf, ne? Das ist... Deswegen hat das so geknackt, weil das Grammophon, da habe ich mich... Was ist, wenn ich das anfasse? Kriegt er wieder ein gezwirbelt? Autsch! Okay. Beziehungsweise nicht okay, das hat höllisch... Das ist aber... So, pass mal auf, da kommen wir nicht dran, das ist... mal nochmal in den Spiegel gucken, weil der Spiegel... Auch die Spiegel ändern sich, liebe Leute, immer wieder. Okay, das... Ja, doch, ich sehe gut aus, ich... Auch die Spiegel ändern sich immer wieder. Dieses Funkeln, das hatten wir beim letzten Mal auch schon. Meine ich das nur, das ist alles dunkler geworden? Ich weiß nicht, alles so finster. Das ist so. Wenn das jetzt nur so anklickt, machst du dann die Musik wieder an, oder? Ah, so schöne Sachen, wo wir gar nicht drankommen. Schade. Seltsam. What is seltsam? What is curious, man? What is, egal. So, also Dawn, ne? Hat sich eingeschlossen, beziehungsweise er will uns nicht wirklich sehen, weil wir müssen jetzt kaufen die Abflussreiniger. Und das werden wir machen, die Leute. Wir werden jetzt in die Stadt fahren, ich sehe dir gerne ein bisschen shoppen, ne? Frauen lieben ja Shopping, ne? Was sagte Pearl Henderson in Südamerika? Shopping ist meine Position in der Wirtschaft des großen Gottes oder so ähnlich, sagte sie, ne? So, wir werden jetzt auf jeden Fall einmal die Dry Cleaner kaufen, die Abflussreiniger und damit unser Dawn, vielleicht fängt er sich ja nochmal. Kann ja sein. Die Soundeinstellungen sind jetzt übrigens ein bisschen anders. Ich weiß jetzt nicht, ob ich, ne, das ist, glaube ich, ein bisschen lauter alles. Wir fahren jetzt erstmal in die Stadt, weil wir müssen Dry Cleaner kaufen. Also, ist der, wenn der Abfluss mal verstopft ist, ja, was ist denn schon dabei? Dann nimmt man Abfluss frei. Das macht den Abfluss frei. Das Ding ist, glaube ich, 50 Jahre alt. Ich kann es immer noch. Nein, das wäre, ich glaube, 100 Jahre. So, pass mal auf. Baby, willkommen in Nippelwurmsand. Wir sind wieder in Nippelwurmsand. Und ich möchte ganz kurz mal bei Baby. Na, du kannst bei Malcolm vorbeischauen. Den haben wir ja schon gesehen. Bzw. wir haben seinen Hund kennengelernt. Gutes Hündchen. Braves Hündchen. Das ist ein Dobermann. Ich habe keine Ahnung von Hunden. Ist das ein... Da kommen wir gar nicht mehr ran. Okay, wir bringen dir eine Wurst mit, Kollege. Das ist zwar Klischee, aber Klischees funktionieren immer wieder. So, pass mal auf, Adrian Delaney. Dann würde ich sagen, meine Süße, du gehst jetzt mal... Hat die Dame jetzt auf? Oh, guck mal, da steht immer noch zu. Zu den Tompkins ist immer noch geschlossen. Geöffnet! Der Laden ist geöffnet! Oh, sollen wir jetzt zu die Antiquitäten-Tante gehen oder sollen wir gehen zu die Abflussreiniger? Na, wir müssen natürlich erstmal Abflussreiniger kaufen. Das ist, ne, für Dawn schon wirklich sehr, sehr elementar. Gehen wir in die Gemuschwagen. Ist das noch zu? Der Gemuschwagen ist noch zu? Ausgeöffnet! Was für eine wundervolle, wunderbare, glückliche Geschichte!
Was für eine Portion Glück. Wir können rein und können kaufen Abflussreiniger, Dry Cleaner. Miss Delaney, wenn Sie bitte mal hier reinschlüpfen möchten. Dankeschön. Oh, was ist denn das für ein langhaariger Penner? Das ist ja unglaublich. Danke. Oh, ja, ja. Wir sind Evelyn Delaney. Morgen. Guten Morgen. Na, Mister, was ist denn los hier? Moin, also bist du gerne in Berlin oder was, ne? Okay, gucken wir uns mal ganz nach oben. Ja, schöne Körbe. Da kommen wir wahrscheinlich wieder raus. Da ist ein schönes Stillleben aus Identität. So, was machen wir? Okay, wir fragen ihn erstmal. Hello, Baby. Coole Musik hat er laufen. Das rockt vom Allerfeinsten. Hey, Baby. Sir? Haben Sie etwas für ziemlich verstopfte Abflüsse? Also Abflussreiniger? Abflussreiniger, was? Also Moment. So, da wären wir. Das ist genau, was Sie suchen. Super. Super. Seien Sie vorsichtig, das ist Schwefelsäure. Die frisst sich praktisch durch alles durch. Ich weiß, keine Sorge. Alles klar, dann das wären 4,75 bitte. Na gut, aber dann sind wir pleite, Freunde. Dann waren das waren die Dollar. Pass mal auf, nimmst jetzt einen Dollar und gibst dir dem Onkel. Der sieht so ein bisschen aus wie der Typ von der Sesamstraße. Okay, dann vermute ich mal, Sie sind nicht interessiert. Lassen Sie es mich wissen, wenn Sie Ihre Meinung ändern. Alter, ich wollte gerade. Sag mal, was bist denn du für ein Geschäftsmann, Alter? Das kann doch nicht. Ich habe eine Sekunde gezögert und du nimmst das. Pass mal auf hier, Baby. Alter, das habe ich ja noch nie. Da konnte ich mich gar nicht mehr erinnern. Sag mal, Alter, hast du ein. Was bist denn du für ein Kaufmann, Alter? Willst du verkaufen oder willst du irgendwie dumm rumstehen und deine... Ja, ich bräuchte diese Flasche mit Abflussreiniger. Was ist das für ein Penner, ey? Also mein Popschutz kriegt das sollte funktionieren. Alles klar, dann das wären 4,75. Das hast du eben schon gesagt, du Arschloch. Pass mal auf, hier, da, schnell. Bevor er anfängt zu heulen, der Brammelbruder, ey. Das ist unglaublich. Ein Fünfer. Ja, wir kriegen noch was raus, ne, falls du rechnen kannst, zum Beispiel. Und 25 Cent oh, zurück. Oh, es danke. Kann rechnen. Erin? Wissen Sie, wir sind eine Kleinstadt. Wir haben wenig Besucher. Sind Sie neu hier? Ja, mein Mann und ich haben den Karnevalsbesitz gekauft. Wir renovieren gerade ein bisschen. Den Karnevalsbesitz? Ja, genau. Sie sind die, die da eingezogen sind. Ja, genau. Warten Sie! Warum ist jeder geschockt, wenn ich sage, dass wir das Haus gekauft haben? Was ist los damit? Wissen Sie es nicht? Nein. Wissen was? Der Ort ist verflucht. Verflucht? Psst, nicht so laut. Man sagt, der Geist von diesem Magier geht dort um... wie war der Name? Carno? Ja, das ist er. Man sagt, er und seine Frau starben in einer Nacht eines gewaltsamen Todes. Es ist schon fast 100 Jahre her. Aber es passieren dort immer noch merkwürdige Dinge. Ja, das zum ist Beispiel? Wie zum Beispiel? Also, ja, ich bin mir nicht so sicher. Ich höre bei sowas nicht hin. Ich sage Ihnen trotzdem was, wenn Sie neugierig sind. Da ist ein alter Knacker namens Malcolm. Lebt irgendwo außerhalb der Stadt. Kann man schon den Hund haben? Er hat früher bei Carno gewohnt, als er ein Junge war. Oh. Als Junge? Als Junge. Wie alt ist dieser Kerl? Also, ich habe ihn schon eine Weile nicht gesehen, aber ich sage Ihnen, er ist alt. Sicher schon über 100. Und er lebte bei Carno? Das sagt man so. Also, das ist sehr interessant. Aber danke, Oh, Harf. Danke, Harf. Das war sehr informativ. Ich versuche, diesen Malcolm aufzutreiben. Na, viel Glück. Okay, hat Harf sich ja doch noch als relativ nett herausgestellt, wobei denn das ist, ich dachte gerade, ich spinne, ne? So, wir sind aber erstmal durch mit der Folge. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und für Babbel. Wie gab in diesem Sinne ab in Rinne und Malcolm hat bei Carno gelebt und wir haben den Hund von Malcolm ja schon kennengelernt und... Wir schauen mal, liebe Leute, ne? Macht es gut, euer Spiel geht 45, noch keine 100.